willkommen zurück zu Let's Play Together, der andere 2014 mit mir, sagst Let's Play, oder ich wieder mit Kliggy. Hallo, Enten. Wer bist du da verpackt? Du bist rechts von mir und links kommt der Ruf, also. Gehen wir schon runter? Ja, es sieht immer so aus, als. Ja, da lösen sich welche, siehst du das? Nee, zwei weil Stück. Ich bin 40 Meter von dir entfernt. Wo bist du denn? Na, hinter dir. Da, da müssten gleich zwei jetzt über dich. Ne, wo sind sie denn jetzt hin? Die da hinten fliegen weiter hier. Oh ja, die fliegen direkt über mich drüber. Echt? Ne, hier drüben sind sie. Hier drüben, sehr okay, schön. Wenn du dort weiter vorlatscht. Na, ich robb jetzt erstmal zur Sicherheit. Ach, schön, wie die Kreise drehen hier. Warte, ich robb zu dir. Ich bin im Wasser, da kannst du nicht robben. Du bist im Wasser. Oh, analysierst du den einmal? Doch, wie sieht's denn aus? Ja, ich mache jetzt trotzdem erstmal zu dir. Ich glaube, die versuchen ja gerade zu landen. Da dreht schon seinen dritten Bogen hier. Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt bewege, ob die mich denn sehen. Das ist auch nicht. Bleib am besten mal stehen, ich bin hier bloß 28 Meter weg. Muss ich so gerade mal Dings nachladen. Durch die Pfütze kann ich nicht. Ach ja, ja, ich sehe den eh. Da sind die also, okay. Die ziehen ja ihre Kreise hier drüben. Ah, ja. Suchen noch verzweifelt eine Stelle zum Landen. Auf jeden Fall weibliches und männliches. Wie viel Meter hatten das überhaupt entfernt? Oh, das ist zu weit für die Shotgun. Was wird denn das nun? In dem Modus kannst du die noch nicht abschießen, ne? Doch, doch. Das ist der Modus, wo du dann aus der Luft die Ruder holen kannst. Ach so, okay. Ja, das ist aber gerade jetzt für das Luftgewehr viel zu tricky. Komm jetzt einfach mal näher. Ja, die eine fliegt schon hier drüben weiter. Alles klar, mach's gut. Ich sehe jetzt gar keine mehr, ja. Stimmt. Oder den war's jetzt die Blöde. Es gibt hier einige Stellen. Ah, da hörst du wieder. Ja, naja. Da. Und noch einer. Angeblich mitten im Sumpf. Da gibt's gewisse Stellen, da kreisen die drüber und finden keinen Platz. Da kannst du die in Ruhe analysieren. Und dann abschießen. Na gut, wir machen mal weiter zu dem Waypoint. Aber es kommen schon mal welche runter. Fast. Ah, hier fliegt doch noch die eine. Ja, wo denn? Jetzt zieht sie hier über mich drüber, gerade. Und weg ist sie. Also eh noch da, das Männle. Da sehe ich schon. Hier ist nichts weggeflogen, hier ist gar nicht. Das ist von hier drüben gerade gekommen, über mich drüber und hier hinter weg. Ich hab nichts gesehen. Aber hätte ich jetzt geschossen, dann natürlich der Hirsch weg. Der Hirsch interessiert mich sowieso den Boden. Ja, schießen können. Das ist richtig. Hättest du doch was gesagt? Ich weiß nicht, was du mit deinem Hirsch willst. Die hat einen Hirsch in den Sumpf geschissen. Also die Karte ist echt belastend. Nicht ist hier nicht!
Alter, ich kommt mir hier F3. Ein Abschuss. Kein Abschuss. Ah, das ist belastend, ist das. Tino hat sich gemutet, ich glaube, der macht jetzt seinen Foul-Lock. Kurz vor dem Dreier. War so langsam so ein Nachtmensch. So, der Waypoint ist jetzt hier vorne gesetzt. Wir sind nur angekommen. Ja, haben wir es geschafft, oder was? Auch zwei Folgen. Da muss es doch noch irgendeine Sehenswürdigkeit geben. Echt? Ja, ja. Ja, für ein paar Enten, die mal liegen bleiben. Die liegen bleiben. Ich habe auf die geschossen, bleib gefälligst liegen. Enten, die liegen bleiben. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn es ja wenigstens noch Hasen gäbe oder irgendwas, ey. Ach ja, du Blödsvieh. Schon wieder ein neuer. Weiber, Alter, alles Weiber hier in dieser, in diesem Pussy-Sumpf, Alter. Nicht kommt hier, einfach nicht. Für eine Drecks-Map, ey, ohne Scheiß, man haben wieder eingefügt und dann verließen sie ihn wieder. Ja, klatsch mal hin, aber alles geht es da hin. Lass ein paar Enten drüber fliegen, vielleicht kommen sie mal runter. Ich weiß nicht, ich hab's nicht programmiert. Ja, es soll halt ein bisschen, das soll ja auch nicht zu einfach gehen, ne? Ja, das hat auch nichts mit einfach zu tun, wenn du überlegst, wie schnell die Kanada-Gänse in den deutschen Wäldern. Da ist der Hirsch, da ist der Hirsch. Ja, wo ist der Hirsch? Du bist 26 Meter entfernt und der Hirsch ist von mir 46 Meter entfernt und er bewegt sich direkt auf dich zu. Ja, klasse, warte, ich muss erst hier, zack, zack. In welcher Richtung denn? Ach, da, warte, ja, ich sehe ihn. Warte, ich muss ihn auch selber noch analysieren. Wenn das mit dem Bogen so einfach gehen würde. So, habe ich Vibe. 40 bis 65 Kilo. Ja. Auferkanntes Ziel, feuerfrei. Ich habe so einen scheiß Marienbusch vor mir. Marienbusch? Ich kenne Marienkäfer. Ach, was ist ich, was das für ein Scheiß? Ich habe so einen scheiß Busch vor mir. Ich robb. Ich kann nicht. Warte mal, der Waffe kann ich nicht robben, warte. Hab's einfach im Visier, falls es abhält. Ja, geht nicht. Vor mir habe ich bestimmt 1,50 Meter hohes Gras. Oh. Du bist 29 Meter entfernt. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ich habe das jetzt nur kurz durchs Wasserstreifen sehen und das war's. Jetzt ist sie weg. Ist aber nicht abgehauen. Nee, abgehauen nicht. Beweg mich mal seitwärts. Ich sehe sie auch nicht mehr. Die datscht hier vorne durch. Ja, komplett wieder mit dem Arsch zu mir. Ich sehe die Sehenswürdigkeit hier vorne, dass sie sich sparen können. Ja, vielleicht ist was Besonderes dort. Ja, der Bogen kommt aus dem Analysieren schon gar nicht mehr raus. Weil die sich bewegt. Der blinkt dann halt gelb, wie es, dass wir Gott warte und dann zeigt er mir an, wo ich schießen muss. Also der macht das schon live, oh, wenn sich das noch bewegt. Jetzt ist die hier, oh du Blöd. Kannst du die rufen? Ich kann die vielleicht mal rufen. Ja, dann ruf sie mal. Scheiße, Wildschwein. Jetzt ruft sie auch selber schon. Naja, jetzt antwortet der Tüsse mal. Was soll ich denn sagen? Ach, hallo! Du Klon, komm jetzt hierher. Ja. Ich versteck mich unter dem Busch. Hast du noch ein Visier oder ist die komplett dahinter verschwunden? Ja, die ist komplett dahinter verschwunden, das Vieh. Deswegen soll es jetzt wieder Jan tragen, ey. Bewegt sie sich wieder, man weiß bloß nicht wohin. Ja, die brauchen meistens ihre 10 Gedenksekunden, dann kommen die. Jetzt
sein, gedenkst sie könnten. Die sind die rum! Ja nicht. Sind rum! Jetzt kommen! Die kommen ja nicht gleich, wenn du rufst. Ich schieß gleich randommäßig in den scheiß Busch rein, ich werde sie schon treffen. Naja, und den Busch auch mit. Ah. Ja, kommt's, blödes Drecksvieh hier, du. Da rennt was. Habt ihr trotzdem getroffen, kann nicht weit sein. Das ist echt in die Sehenswürdigkeit ist, die ich gerade gesehen habe, dann können sie schön die Haare schmieren. Ja, da hinten ist so eine Hütte. Ah, ja. Und ganz hinten ist aber noch was anderes. Ah, so Lunge, Herz getroffen. In zwei Hütten. Sicher, dass du das Scope nicht haben willst? Scope, was? Sicher, dass du das Scope nicht haben willst? Wieso? Ja, Lunge, Herz getroffen. Ja, da war sie doch gleich umgefallen. Ich hab Lunge Herz getroffen. Ja, hab ich ja Lunge halt getroffen, Menschenskinder. Ja, das ist doch gut, die 3 Sekunden ist die geflüchtet. Ah ja, vorne kommt der nächste. Wie, wo? Ja, direkt vor mir steht leider der nächste, 70 Meter. 70 Kilo. Also, ich hab's mal markiert. Die werden auch mal kleiner, oder? Die ist größer wie deine. Deine hatte nur 40 bis 65. Na klar. So. Hier vorne, alles klar. Bewegung. Scheiße, mal rankommen. Ich wollte gerade sagen, ist es denn jetzt schon wieder? Die ist schon auf 23. Neue Spur gefunden, noch ein Vibe irgendwo hinten. Oh, das war nicht gut getroffen. Naja, absolut nicht, ne. Oh, die rennt und rennt und rennt. Ich hab mal Marsch getroffen. Hättest du was gesagt, hätte ich mit drauf gehalten. Ich dachte, du hast erstmal deinen gesucht. Ja, ich suche den ja auch immer noch. Hier liegt er, aber ich hatte die ja auch im Visier. Ah, linke Lunge getroffen. Hä, flüchten? Ich habe ja gar keine Blutspur, was ist denn da los? Hast du gar nicht getroffen, meine Vergott. Na doch, die ist ja hochgesprungen, ich habe gesehen, wie die Federn vom Pfeil hinten waren. Also. Wie die drinnen stocken. Eingeweide. Ja, aber der Bogen hat eigentlich ganz schön Bums. Ich weiß nicht, wie weit die da kommt. Die drüben. Ja, neue Spur. Und eins. Oh, lass ihn nur uns sein. Die Enten sind echt von Arsch hier. Ja. Also nichts ist hier. Die 3-4 Mal, wo jetzt die Enten gekommen sind. Dings und Bumse. Eingeweide. Oh, die rennt genau auf die Sehenswürdigkeit zu. Find ich klasse. Das ist hier hinten eine Hütte, das ist die Sehenswürdigkeit, ich freue mich. Da geht dann normalerweise ohne Melodie los, wenn du das entdeckst. Müsste. Ist das jetzt hier das Haus von Freddy Krüger oder was? Wahrscheinlich. Das ist die Sehenswürdigkeit hier. Melodie kam bis jetzt noch gar nicht. Stand irgendwas hinten da? Nö. Gar nicht. Ist aber eigentlich was kommen. Entweder ist das die Hütte oder hier drüben, ich weiß es nicht. Aber läuft mir gerade dran vorbei. Ah, okay. Da kommt ja nicht mehr hier rein.
Da gibt's versteckte Waffen. Ein MG für die Jagd. Zum Beispiel. Das wäre was. Ich weiß auch nicht, was das denn hier ist. Auf jeden Fall keine Sehenswürdigkeit. Sollten hier sehenswürdig sein, die alte Hütte. Gar nicht. Drüben ist noch eine. Das ist ein Scheißdreck. Ach, die Fässer da hier. Die Fässer? Ja. Das soll eine Sehenswürdigkeit sein, oder was? Nee. Das ist da drüben. Nichts. Ich weiß auch nicht, was für die Sehenswürdigkeit sein soll. Die Map ist scheiße, ganz ehrlich. Nichts getroffen. Das ist scheiße. Das ist eine absolute Scheiße hier. Ne? Leute, wir sind jetzt für den Part fertig. Ich würde mal behaupten, für den letzten Part gehen wir noch auf eine andere Karte. Ganz ehrlich. Ja, dann geht's rein. Gehen wir noch auf eine andere Ding, weil ganz ehrlich, jetzt hier blöd rumzufauchen, Alter. Kein Enten, geht gar nichts, kriegst du den Scheiß hier. Und da wäre ich jetzt gerade Kohle ausgegeben, ey, ich glaub's nicht. Für was? Ach so, für. Ja, für die scheiß Kleidung hier, ey. Und dann geht der ganze Rotz wieder hier nicht, ey. Das ist doch sowas von lächerlich einfach nur. Ja, ich gebe doch gleich auf rechte Maustaste hier anvisieren. Ey. Bist du mich so erschrecken? Eine Fresse, ja. Ich such mal noch das eine Vieh daneben. Ich kann zufrieden sein, dass man hier nicht auf Dinge anvisieren kann, ey. Sind die hingeflüchtet, sag mal. Hier. Nochmal Eingeweide. Oh, die sind im Wasser, ne? Enten, ziehend. Da hinten, auf dem Boden. Nee, jetzt aber nicht mehr. Wieso sind die aufgestiegen? Ja, keine Ahnung. Ich habe in die Luft geschossen mit dem riesen Ding. Ich hab gerade, nee, gerade aus das Ding reingekriegt. Also, na dann. Ich ruf mal einfach auf die Nähe. Gucken, ob sie was sagen. Ach, hier liegt sie doch. Ja, haben geantwortet. Also, wie ich den getroffen hab. Achso, Körper, Magen. War nicht verkehrt. Da hinten? Da hinten sind die, ja. Klasse, und die schwimmen jetzt hierher, oder was? Ja. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, den werden wir dann halt cutten. Da werden wir dann halt dann gleich noch einen Map-Wechsel machen. Gut, bis dann zum nächsten. Tschüss.